Juni 1964 gab Clutch Nixon, der größte Stuntman der USA, einen Junggesellenabschied für seinen Freund George Roy. Doch statt einem Wochenende dauerte dieser ganze 3 Wochen. Während der Feierlichkeiten wettete George, dass Clutch nicht mit einem Flugzeug durch eine nahegelegene Klamm fliegen und dabei alle Hindernisse auf seinem Kurs treffen könne. Clutch Nixon antwortete: Halte mein Bier! Auch wenn er so betrunken war, dass er bis zu seinem Tod nie ganz die Kontrolle über seine Blase zurückgewann, schaffte es Clutch, die Wette zu gewinnen, bevor sein Bier warm wurde. Und bis heute hat kein Sterblicher die Pisspredigt erfolgreich wiederholen können. Baum trifft, ist er Geschichte.